Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Medieval Engineers Staffel 4. Ich habe es angefangen mit dem Abriss von dem ganzen komischen Konstrukt hier. Problem ist aber halt eben, es gibt eine Menge Timber und Holz und so weiter, deswegen müssen wir ein bisschen weiterbauen. Das nächste Problem ist, dass wir halt eben hier nicht ganz mit den Hoardings arbeiten können. Das Problem ist nämlich, dass wir hier nur zwei Block breit haben. Und wenn wir dann halt jeweils einen halben Block pro Seite wegnehmen, ist in der Mitte quasi ein Block frei und das ist ein bisschen wenig. Deswegen habe ich mir überlegt, wir werden an einer Seite die Hoardings durchziehen. Ich weiß noch nicht, welche Seite jetzt. Die andere Seite offen lassen. Alternativ können wir natürlich auch einfach Steinwände platzieren. Das geht natürlich auch. Da bin ich mir bisher nicht so ganz sicher, wie ich das am besten machen könnte. Das Problem hier ist auch, dass wir hier halt eben keine Schusslöcher haben. Also diese hier. Da wir halt hier mit den normalen Balkonboden arbeiten müssen, denn die normalen Böden, ne, diese Schutz, also diese Schutz, die Stützpfeiler, die natürlich der Balkon nicht hat, deswegen passt das bei den Bögen am besten. Das heißt, hier muss er die Nummer 5 hin. Und zwar zweimal. Aber zumindest passt dann das Ganze mit dem Dach hier ein bisschen besser. Okay, dann haben wir die Nummer 9 daneben. So. Das geht auch so einigermaßen, ne? Das Stück lasse ich so bestehen. Und das hier muss halt eben ein gerades Stück. Das heißt, das alles hier wird quasi komplett abgerissen. Weil, wie gesagt, zu viel Timber, zu viel Metallteil und so. Deswegen müssen wir ein bisschen bauen nebenbei. Und das wollte ich jetzt nicht unbedingt offscreen machen, weil offscreen bauen ist ein bisschen doof. Diese Lags gehen mir extrem auf den Nerven, ne? Wegen denen dauert alles mal eben doppelt so lange. Okay. Ja, wie gesagt, das Problem ist die Mitte. Wie mache ich das am besten hier? Das ist die Frage. Da habe ich noch so einen kleinen Stein-Stockball gemacht. Das sieht nicht, wie wir uns herumliegen. Wir könnten. Könnten das ganze Ding überdachen, oder? Wenn das sind 4, nicht ganz. Gut, dem Anschluss hier ein bisschen doof. Mal gucken, wie machen wir das am besten jetzt hier. Wartet mal, ich soll mal ganz kurz Nummer 8 nehmen. Dann einfach mal. Ecke. Das gerade Ding. Und dann einmal. Da muss dann auch eine Ecke hin, verdammt. Das jetzt doch mal ganz kurz so platzieren. Es sieht. Ja, es könnte besser aussehen, als ich dachte. Mal kurz gucken. Ich glaube, das können wir tatsächlich so lassen, ne? Ist zwar innen drin, ist viel natürlicher Himmel zu sehen, aber ich denke, als Torhaus passt das ganz gut. Okay, dann machen wir das so. Ich denke, das lasse ich mal so. Ja, dann müssen die nochmal weg. Und durch Ecken gesetzt werden. Ohne Leck bitte, Dankeschön. Manchmal habe ich das Gefühl, ich drücke Steuerung, aber irgendwie will das Spiel es nicht so ganz akzeptieren. So. Genau, dann haben wir die Nummer. So haben wir Balkonien, ne? Das könnte am Ende ein bisschen komisch aussehen mit den ganzen Balkonstücken. Aber, naja.
Große Alternativen habe ich leider nicht. Na komm, ohne Lag bitte, dankeschön. Das nervt ist eben, dass diese Lags wirklich keine Framerate-Lags sind, weil meine FPS sind eigentlich... Gut, die droppen ein bisschen. Liegt aber auf den ganzen Staub, der aufgewirbelt wird. Aber die sind konstant auf über 45. Was bei weitem nicht gut ist, wenn man denkt, was für eine Grafikkarte. Ich habe aber immerhin besser als gar nichts. Ja, diese Mikro-Lags hier mich doch nerven. Diese Zeitlupen-Dinger. Es lebt. Mach bitte nichts kaputt. Komm, das muss jetzt hier nicht sein. Halt doch still. Halt still. Okay, muss eh weg, aber... Ja, ich dachte, Klang wurde besiegt, aber anscheinend lebt Klang immer noch. Vor allem das war ja angeblich gefixt, dass halt Timber und kleinere Blöcke, die halt verbunden sind mit richtigen großen Blöcken, keine eigene Persönlichkeit entwickeln. Das sollte eigentlich ja gefixt sein. Aber anscheinend nicht. Okay, der Platz müsste reichen für das Zeug. Kann nämlich der Turm heute schon mal weg. Dieses extrem hässliche Bauwerk hier. Und zeitgleich kann hier eigentlich immer ein bisschen Boden rein, ne? So. Okay. Ganz kurz den Stein weglegen. Die Metallteile am besten auch mal eben wegbringen, ne? Die werden wir, glaube ich, erstmal nicht mehr brauchen. Hoffe ich zumindest. Wäre doof, wenn doch. Also, die können wir nicht. Lass kurz gucken, dass wir die Schädel mal wegwerfen. Also, wegwerfen, weglegen. Diese Lags, die mir so nerven, einfach nur. Das muss Keen echt mal fixen. So, jetzt haben wir noch die Planken und die Stöcke dabei. Sehr schön. Du kannst eigentlich aus. Ist dann so schnell genug draußen? Boah, das kann eigentlich so lassen. Das sieht eigentlich ganz in Ordnung aus. Jetzt machen wir erstmal hier oben mit dem Abriss weiter. Das muss auch weg, genau. Müssen wir erstmal das gerade Stück, das wird dann hier eine kleine Kreuzung geben und dann passt das eigentlich ganz gut. Könnten auch eigentlich mal hier schon mal anfangen. So. Wenn das hört, weiß ich nicht. Oder es ist bei uns extrem stürmisch draußen. Das ist ja ganz dieses Rauschen im Hintergrund. Das, obwohl ich Kopfhörer trage, die voll Lautstärke sind. Ne? Also, schon so ein bisschen. Ich müsste eigentlich mal leiser einstellen, ne? Ich höre irgendwie zu viel Musik, glaube ich. Aber gut. Trotzdem möchte ich den Wind draußen rauschen. Das ist echt ein bisschen. So. Ihr könnt auch runter kommen. Ohne Lag bitte. Dankeschön. Und der Zimmer ist alle. Da habe ich auch mehr als genug hinten. Warum nach hinten? Ich kann einfach die Sachen weiter abreißen. Dürfte uns auch noch genug Zimmer geben, eigentlich der ganze Müll hier, ne? Also, Müll.
die unbenötigten Sachen. Na, ihr könnt auch weg. Bitte ohne Lag, komm. So. Weg mit dir. Aus. Platztechnisch geht's eigentlich. Na komm. Ich sag schon nichts mehr. Okay. Das muss noch fertig gemacht werden. Und dann haben wir, glaube ich, soweit alle, ne? Die müssten alle soweit fertig sein, genau. Das schließt einfach nur an, weil der Turm halt eben hier keine Hoardings haben wird. Der wird einfach ein bisschen höher gehen. Das heißt, dann können die Hoardings hier weiter platziert werden. So. Ich komme jetzt hier nicht außen ran. Komm natürlich nicht. Und das wahrscheinlich von unten machen. Es wird oben aufzulegen, komm, das muss jetzt nicht sein, ne? Das ärgert mich schon meine Tore, unglaublich. So. So, und dann einmal die äußere Ecke. So. Jo, das kann man so lassen. Wobei nicht ganz. Was mache ich denn da? Okay. Du bist falsch. Da muss nämlich eine Ecke hin. Da muss frei sein, meine ich. Das wird nämlich hier weitergezogen. Okay, zügeln tut er wenigstens ohne Leck. Ups. So, du musst weg, du bist falsch und du bist falsch. Hier muss nämlich einmal die innere Ecke hin. Und da einmal na, irgendwo habe ich schon eine Hitbox gleich. Na komm schon. Geht doch. Timber müssten wir so eine Menge im Lager haben. Planken haben wir aber eine ganz schöne Menge. 153, das ist noch ein recht guter Vorrat. Kriegen noch ein bisschen mehr durch den Holzboden hier raus. Der Wind nimmt doch nicht ab heute. Wir haben schon vor 4 Uhr. Wie viel Timber habe ich noch dabei? Ich bin am überlegen, dass ich einfach mal hier einen Timber-Stockball hinzubauen. Macht, glaube ich, Sinn, ne? Obwohl der Stroh kostet. Ja gut, machen wir einfach mal. Da haben wir nämlich ein bisschen mehr Platz im Inventar. So, mal ganz kurz hier alles über transferieren, dann können wir den abreißen. Weil zwei davon brauche ich, glaube ich, nicht. Einer müsste bei weitem reichen. So.
Okay, das ist auf jeden Fall eine gute Menge. So, hier muss noch einiges abgerissen werden, ne? Fangen wir mit den Wänden am besten einmal an. Lagern das Zeug dann direkt am besten ein. Ich habe natürlich gar keinen Weg nach oben mehr, ne? Ja. Meine Prioritäten schon wieder hier. Dankespiel. Am besten mache ich das mal mit dem Weg nach oben reinmachen. Dass wir halt eben problemlos auf die Mauer kommen. Also die treffen da. Das heißt, wir müssten gucken, dass wir da nicht irgendwie reinbauen. Unten muss nicht viel drauf geachtet werden. Deswegen kann ich hier einfach irgendwo mal... Moment. Das wäre Plankenverschwendung. Steintreppe oder... Wir können auch eine Holztreppe nehmen, ne? Komm. Holztreppe. Die Rohstoffe dafür haben wir auf jeden Fall. Der Boden muss da gemacht werden. So ist richtig, glaube ich. Ja. Und dann das gleiche am besten daneben nochmal. Auf dieser Höhe brauchen wir nicht keine Schießscharten. Genau, dann komme ich hier mit Nummer 5 nochmal hin. Dankeschön. Und dann einmal wobei könnten das Areal theoretisch auch für was anderes nutzen, ne? Die Frage ist dann eher, wie können wir das bei der Treppe am besten integrieren? Da drüben eventuell. Macht auch nicht viel Sinn. Da hätte ich die dahin platzieren müssen. Ja, da hätte ich mehr Sinn gemacht. So, dann einmal die Nummer 6 dahin. Na komm. Ich sag schon nichts mehr, ne? Ich glaube, das ist frustrierend, das merken alle. So, dann kann ich hier die Treppe nach oben hin. So, das passt am besten. So. Genau. Und dann hier einfach den normalen... Ist das von der Maßung korrekt? Es ist korrekt, okay. Sehr schön. Dann schließt der Turm hier schon mal recht gut an. Wir können dann jetzt den Rest von dem Turm abreißen. Ohne groß Gedanken machen zu müssen. Eventuell Inventarplatz, aber der müsste eigentlich vorhanden sein. So, du kannst doch weg... Okay. Jetzt du weg. Okay. Kurz den Stein zwischenlegen. So. Und das Ding kann ich auch weg, theoretisch, ne? Du kannst weg. Du ebenfalls. Genau, das ganze Stück muss weg. Wir müssen doch mit den Blöcken und einen Gutstein kriegen, ne?
Vielleicht schaffen wir mit dem Turm Holzmünze anzufangen. Also mit den restlichen Stockwerken. Aber zumindest. Ja. Zumindest will ich die Mauer heute noch hinkriegen. Dass wir da keine Probleme mehr mit haben. Dürfte ich bitte, Dankeschön. Ja. Aber ganz, ganz oft klicken, immer klappt das schon. Okay, mein Tag ist dann schon wieder voll. Ja, vom Platz wird es langsam auch ein bisschen eng. Erstaunlich wenig Barbaren heute übrigens. So. Ist der Turm jetzt schon mal verschwunden? Ich sehe, wir sind schon bei 21 Minuten. Oh Mann. 22 sogar. Zeit geht schnell, Leute. Ja, du bist dann genau in der Mauer drin. So. Okay. Kannst du mal hier hin? Gut. Zumindest die Momente ganz gerne noch zumachen heute. Bevor ich die Aufnahme beende. Mauern, Mauern, Mauern. Da. Diese Lexi, muss auf den Nerven einfach nur. Sehr schön. Du musst eh weg. Neben der normale Wand hin. Und theoretisch müsste ich hier die Wände auch nochmal entfernen, dass wir halt eben das gleiche haben wie hier. Oder ich habe hier eventuell sogar. Kleine Idee, vielleicht sogar, wenn ich mal ganz kurz gucke. Das kann mal kurz alles weg. dich und dich. Da auch noch nicht. Wenn wir jetzt hier so rummachen. Sieht ja halbwegs gut aus, würde ich sagen. So halbwegs. Okay, du schwebst ein bisschen. Soll mir recht sein. Köter. So. Und so. Und einmal. So. Ist halt gar nicht mal so schlecht eigentlich, ne? Ja. Ich denke, das kann man so lassen. Nur die Frage, was ich mit dem extra Raum da oben mache. Das ist das Problem. Müssen wir später gucken. Erstmal fehlt, dass wir hier den Rest zu kriegen. Und dann in der nächsten Folge den Turm bauen. Das ist nämlich eine recht wichtige Priorität, erstmal.
Aber gut, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Medieval Engineers.